So, Hallihallöchen, Hansen Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Ich wollte eigentlich mit der Marquise Karten spielen, aber das wäre eine Cutscene gewesen, die, glaube ich, auch zu einer Quest geführt hat. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und wir sind zurück zu Hattori. Und gerade kam noch eingeblendet, wir können jetzt Schwerter von höherer Qualität schmieden. Grüß dich, Abe her. Geralt, du bist zurück. Also, die Quest scheint jetzt vielleicht endlich zu Ende zu sein. Geht es dir gut? Es ging mir nie besser. Als Van Horn endlich weg war, hat Hacker das Interesse an Schwertschmieden verloren. Ich kann wieder Schwerter herstellen, ohne fürchten zu müssen, dass meine Werkstatt in Flammen aufgeht. Außer du machst falsch genug. Das zu hören. Und ich erst. Sucrose brauche ich nicht mehr und kann all meine Zeit meiner wahren Leidenschaft widmen. Ich danke dir. Ja, dein Knödeln. Mhm. So, endlich. Kannst du mir jetzt etwas Außergewöhnliches anfertigen? Natürlich, wie vereinbart. Gib mir ein paar Tage. Dann komm dein neues Schwert abholen. Also, die Quest ist immer noch nicht Grüß fertig. Dich, Abe her. Grüß dich, Geert. So, würdest... Was haben wir denn? Nein! Ich wollte doch keine Katzenarmbrust Level 29 herstellen. Obwohl, guckt euch das an. Wir können 6 dieser Armbrüste herstellen, also... Gut. Ja. Egal. Okay, cool. Wir haben jetzt eine Katzenarmbrust. Bis dann. Toll. Wollte ich nicht. Hexerausrüstung, okay. Wie, wir sind noch nicht Level 29. So eine Scheiße. Moment. Das wollte ich jetzt echt nicht. Aber also, gar nicht so einfach. Der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Und er war verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das so. Ja, wir geben nochmal kurz Bescheid. Das lief gut. Ja, welche Quest wollen wir denn dann verfolgen? Grüß dich, Geralt. Ja, ja, gesund und munter, voll cool. Und ich, jetzt kannst du ungestört arbeiten. Sehr schön. Also machen wir als nächstes... Ich habe wieder Bock auf den Hexerauftrag. Komm, wir machen... Türen werden zugeschlagen. Das klingt ganz gut. Ja, machen wir erstmal die Hexeraufträge fertig. Dann ist eine ganze Spalte weg. Und dann kommen wir wieder zu den Sidequests. Gott, ey. Hier werden echt nach und nach immer mehr Quests angedreht. Das ist so schlimm. So, wir nehmen mal die Abkürzung von oben. Oder relative Abkürzung. Naja, relative. Einmal noch durchs Theater. La, 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 la. Ich kann auch so singen. Brauchst du auch Geld, wie? Ich hab Geld, du Kerle. Ich hab 16.000 oder so. Ja, war ziemlich gut geschätzt. Kurt. Kurt Düsart. So, wer ist Kurt? Ah, oben. Ah! Scheiße! So. Halt die Klappe! Ja? Ey, eure Brillen sind so hässlich. Graf Kurt Düsart? Bist du wegen des Auftrags hier? Hm? Du brauchst doch einen Hexer, oder nicht? Hm. Durchaus. Aber nicht irgendeinen Rumtreiber. Man hört ja alle möglichen Geschichten über die Irren von der Katzenschule. Zu welcher gehörst du? Zur Grundschule. Wolfsschule. Zur Wolfsschule. Ah ja, die ist gut. Ich kannte mal einen Hexer von dieser Schule. Barnabas? Nein. Aber er fing mit B an. Barnacle. Keine Wie Ahnung. Auch immer. Bernd. Zur Sache. Björn. Ich habe vor kurzem ein Anwesen östlich von Novigrad erworben. Es war ein Schnäppchen. Der Verkäufer wollte es unbedingt loswerden. Jetzt habe ich erfahren, dass es in dem Gebäude angeblich spukt. Bestimmt wieder so ein Göttling. Das würde die Eile des Verkäufers erklären. Ich glaube nicht an Geister, ganz einfach. Aber meine Männer sagen, das Haus zittere des Nachts. Wände würden einstürzen, sogar die Fußböden sich bewegen. Lässt sich da irgendwas machen? Gibt es ein Mittel dagegen? Haus schnell verkaufen.
Moment, erstmal meine Belohnung. Reden wir erst über meine Belohnung. So, du hast ein Haus gekauft, du bist auf jeden Fall reich. Du willst jetzt schon Geld? Aber die Arbeit ist noch nicht getan. Ich muss mich vergewissern, dass sie meine Zeit wert ist. Ist ja ein Ding. Gerade erst in Navigrad und schon verliert er den Kopf. Na schön. Was meinst du denn, was es kosten soll? Alles, Maximalausschlag. Nö, 294. Gut, abgemacht. So, also dann kümmern wir uns drum. Na schön, ich sehe es mir auf mal geht's. An. Wie komme ich hin? Schnellreisepunkt. Zum Anwesen gehört ein Obstgarten. Das Haus selbst ist leicht zu erkennen. Es hat lauter Risse in den Wänden. Hier ist der Schlüssel. Viel Glück. Yeah, noch ein Quest-Item, das wir nicht loswerden können. Cool. So, die 830 Schritt, die laufen wir. Halt die Klappe. Was soll ich denn jetzt? So. Wo ist es denn? Da rechts oben. Ach, guck mal, da waren wir noch gar nicht. Gehen wir zum Chateau Fresh. Creme Fresh. Hast du ein Problem? Nein. Mann, da ist man gerade angekommen und schon kriegt man so einen unfreundlichen Empfang. Scheiß Chateau Fresh, ey. Oh. Hui. Hey. Hüherplätze. Reite. Ihn um. Oder auch nicht. In die Abenddämmerung. Oder in den Horizont. Oh. Da ist ein Gegner. In der Luft? Nee. Ah, scheiße. Falscher Weg. Ich wurde abgelenkt. Oh, es ist 3 Uhr nachts. Ah, scheiß auf Schlaf, ey. Das ist also das Spukhaus. Oh ja, Spukhaus-Quest. So, also die Fenster sehen schon mal richtig geil aus. Schnellreisepunkt hat's auch. Ja, makelloser Zustand des Hauses. Ja, vielleicht so ein paar Holzbretter da, die so ein bisschen fehl am Platz sind, aber... Ja, man kann ja noch nicht klagen. Hm? So, dann haben wir gleich mal Wände. So. Verschaffen wir einen Überblick. Indem wir einfach drüber klettern. Das klingt gut. So, vergammeltes Essen. Der Bewohner ist offensichtlich in Eile aufgebrochen. Aha. Gut. Also das war schon inklusive im Kaufpreis, dieses Essen. Sehr nett. Zusatzservice hier. Manuskriptseite. Ah ja, ich habe vergessen, im letzten Part zu sagen. Am Anfang bin ich ja in der Bibliothek, also offscreen bin ich noch in die Bibliothek gegangen, da habe ich die Bücher verkauft und ich habe auch weitere Bücher kurz gekauft und gelesen, die nochmal Monsterinformationen beinhalten. Einfach so. So, was hat's hier? Naja, so arg groß und besonders ist das Haus jetzt nicht. Also viele Regale und Bücher. Weiß ich, hat der Typ sich das Haus nicht irgendwie davor angeguckt und dann erst entschieden, dass er... Salz. Vermutlich, um Geister zu vertreiben. Alberner Aberglaube. Gut. Was macht die Spukerei? Ein Stein? Es hat auf jeden Fall einen schönen Keller. Spalt zieht es. Da ist was drin. Hier. Nö, wir wollen aber erstmal hier in die Vorratskammer. Alchemistische Paste. Ach, sehr schön. Oh, Schnaps. Flaschen, Pampe, Paste. So. Da ist ein Spalt. Die kommt mir recht dünn vor. Das hat noch keiner untersucht, Mensch. So, Türen werden auf jeden Fall nicht zugeschlagen. Die drücken wir auf. Hier war lange keiner mehr. Schau. Jo, fall runter. Obwohl, warte, da unten gibt's sogar was. Oder? Da ist ein großes Monster. Oh mein Gott. Das ist bestimmt ein Vampir. Da war gerade ein komisches Geräusch. Ist das ein Schalter? Das ist was Wichtiges. Tatsächlich. Klick. Da hat was geklickt. Ja, das habe ich gesagt. So, dann ist hier bestimmt eine Tür aufgegangen. Mensch, und mir geht ein Licht auf und ein Portal auch. So, tägliche Badetour um 4.16 Uhr nachts gemacht. Sehr schön. Sieht wie ein Tagebuch aus.
Amalric von Sorano. Umgang. Im Umgang mit Kreaturen dieser Art ist es unabdinglich, ein Gleichgewicht zwischen Ausübung ihres Willens und Einschränkungen durch die Fesseln zu erreichen. Elementarist. Irgendwas mit Heulen und Zähneklappern. Ja, wir sehen gleich, was es wird. Das ist keine normale Wurzel. Die Pflanze muss magisch sein. Ein Erdgenius, ziemlich mächtig obendrein, muss ihn erst befreien, dann besiegen. Und wie schafft er das da irgendwie, wenn er hier unten eingesperrt ist? Ach so, er stampft auf den Boden und das macht dann hier und die Schreie. Ah, okay. Gut, also er macht nichts direkt im Fast Haus. Hätte er seine magischen Fesseln gesprengt. Ein paar Tage länger. Die Decke wäre ohne diese Stütze eingestürzt. Oh, Moment. Das heißt, können wir jetzt hier... nee, noch nicht. Hallo, wir wollen hier rein. Was bist du denn? Ein Ei. So. Ah, oh, schade, die Decke stürzt gar nicht. Sie über mir zusammenbrechen würde. Schade, kein Sudden Death. Oh! Kann man hier noch irgendwas Terra Zane. Oh, er hat einen Namen. Ah, hier, Moment. Die Säulen kann man noch. Der geht ab. So. Warte. Oh, chill. Ja, hau die Säule. So geht es. Stürzt nix ein. Och Mann, oh. Ich habe jetzt irgendwie gehofft, dass da was passiert. Na gut, dann bleiben wir erstmal noch stehen. Warte, was ist, wenn ich jetzt hier rausgehe und hier noch? Nö. Och Mann. So, Geralt, schlag mal zu. Oh nö, Geralt will wieder nicht zustechen. Ah, nicht mit den Fäusten, bitte. Oh! Was macht der? Boah, das war verdammt. Warte, ich nehme mal Quen. Au. Oh. Gerade noch aus, Alter. Der ist schon fett. Oh. Der will hier tanzen. Der hat's drauf. Der gefällt mir. Au. Terra Zane. Ganz ruhig, Bruder, ganz ruhig. Chill. Ha, ich schlupf da durch. Klein Geralt hat die Kampfmoves. Ganz gechillt. So. Oh! Hä? Ein Kampfring. Okay, 1 gegen 1, komm. War zwar bisher immer so, aber trotzdem. Oh, die Attacken waren cool. Die fand ich gut. Aha, da. Und eine Trophäe natürlich auch noch. Oh, das Schwert ist so viel besser. Der Emmentaler. Nein. Okay. Und wird Zeit für die Belohnung. Irgendwie stürzt immer noch nichts ein. Schade. Es wäre so lustig, wird das ganze Haus jetzt einstürzen. Und wir sind dann schuld, dass das Haus kaputt gegangen ist. Oh, das wäre zu gut. So. Ah, guck mal, es ist schon morgen. So lange hat das Kämpfen also gedauert. So. Hast du dir zu lernen? Ja. Pflichtruf. Ich will mein Cash Money. Ah, das ist toll, dass so ein Hexerauftrag eigentlich recht gut in die Paarzeit passt. Und der Kampf, der war echt schön. So, aha. Hui! Unsinn. Steigt auf den Tresen. Und macht Party, Leute. Und du gibst mir Geld, Leute. Ja. Das Gib Haus her den dürfte Zaster. Keinen Ärger mehr machen. Kleine Renovierung und es müsste bewohnbar sein. Wirklich?
Naja, der Preis ist gerade ganz schön geklettert. Was genau ist das Problem? Ein Erdgenius im Keller. Er hat versucht rauszukommen und dabei fast das Haus demoliert. Viel interessanter als ein Geist. Das steht fest. Der Keller, den du erwähnst, lässt er sich möblieren? Schwer zu sagen. Wir werden sehen. Ah, dein Lohn. Bitte. Und leb wohl. Die Stützbalken sind halt alle irgendwie weg. Ganz mysteriös. Ach, Asche zu Asche. Schön. Yeah! Gut, dann würde ich sagen, im nächsten Part geht's dann auch schon weiter mit der nächsten Quest. Die Bestie von Ehrendorf. Herr des Waldes. Machen wir den Herr des Waldes. Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hansen Peter. Ciao.